Geht schon los? Weiß nicht. Du kannst doch nicht klatschen und dann dich umsetzen. Das ist mega unprofessionell. Hä? Ich klatsche erstmal nur, damit man es nachher synchronisieren kann. Warum bist du nicht größer als ich? Ja, wenn du klatschst, dann geht's doch los. Wenn ja, klatsch, ich synchronisiere das ja. Da ist ein Mikro drin und da. Ja. Deswegen mache ich einen Klatscher. Da bin ich nachher, wenn ich das im Schnittprogramm zusammenfüge, ich auf meiner Soundspur diesen Ausschlag sehe und das direkt synchronisieren kann. Und das ist dann 1:1 und da geht's dann los. Ja. Und was ist, wenn wir jetzt immer wieder klatschen? Wir können jetzt einfach anfangen zu reden, wenn wir wollen. Ich dachte, das ist schon das Intro. Das ist ja schön. Hallo, wie geht's hier? Hallo Niklas, mir geht's sehr gut. Niklas und ich ziehen zusammen. Was? Vielleicht. Das war noch gar keine offizielle Information. Ich weiß, es ist ja auch nur vielleicht. Wir haben darüber gesponnen. Wollen wir neu anfangen? Vielleicht. Niklas, ich hab Niklas wieder was mitgebracht. Diesmal habe ich es ihm aber nicht vorher gegeben. Das heißt, er weiß gar nicht, was ich ihm mitgebracht habe. Möchtest du das haben jetzt? Ja. Warum bringst du mir nicht immer was mit? Warte mal, ich weiß nicht, weil du mich coachst und das bedeutet mir viel. Toll. So, ich habe Niklas mitgebracht. Was ist das? Nudeln aus roten Linsen. Weil du ja vegan bist, brauchst du ja auch viel Protein, viel Eiweiß. Das hast du nicht durch Fleisch gedeckt. Das ist quasi rote Linsen, aus denen man Nudeln gemacht hat. Hä, Nudeln mit Protein? Ja, weil es ja Linsen ist. Das heißt, du siehst, pro 100 Gramm hat er 27 Gramm Eiweiß. Du hast Kohlenhydrate und Eiweiße, was für dich als Sportler, als Freeletics-Sportler ja auch ungemein wichtig ist. Bio ist es natürlich auch, 250 Gramm hast du also, schön. Wie sagt man das vorher noch? 75 Gramm, ja, weil das ist arschteuer. Okay, also es ist vielleicht nicht täglich, aber... Was kostet noch eine Packung? Ich glaube 4 Euro oder so. Ach komm. Dafür, dass das blind, ne? Kannst du auch normale Linsen kaufen, ein bisschen günstiger. Geil! Wie lange muss man die kochen? Wieso haben wir eigentlich noch keine... Oder nur 3 Minuten kochen die. Ja, nimmst nur ein Wasser, kocht das Wasser und bam, fertig. Wenn die jetzt noch schmecken. Die schmecken so wie Nudeln. Richtig gut. Und dazu eine geile Soße. Ich habe die gemacht mit Olivenöl, Walnüsse rein, bisschen Kräuter oben drauf. Mega geil und vegan. Okay, falls wir irgendwann zusammen wohnen, kannst du denn jeden Tag kochen? Ich koche eigentlich jeden Tag, ja. Geil! Du bist der perfekte Mitbewohner. Geil, und dann können wir auch immer One Piece gucken, Anime gucken und zusammen zocken und zusammen in einem Bett schlafen. Ja, manchmal. manchmal. Ey, cool. Wieso haben wir noch nicht, wollte gerade fragen, hat dieser Vego-Hersteller schon Schokoladenriegel zugeschickt? Nee. Oh, warum nicht? Wieso haben wir noch keinen veganen Hersteller als Sponsor? Ja, müssen wir uns mal einen suchen so langsam. Hey, hier für. Ja, wir suchen uns 10.000 Sponsoren. So. Ja, finde ich. Zum Beispiel. Weiß ich nicht. Wir sagen jetzt. Ich kenne die auch nicht. Wir machen hier kein Sellout. Ich habe gestern auch so eine Laterne, eine Ampel, so eine Werbung gesehen vom veganen Kochkurs. Aber einfach brauchen wir nicht, ja nicht, oder? Können wir ja selbst. Wieso machen wir keinen Kochkurs vegan? Also, demnächst bei Bondra. Noobs in Action Kochkurs. Wir wollten auch einen YouTube-Channel machen, aber habe ich keine Zeit für. Ja, mehr. Muss ja Bondra machen. Ja, ich bin jetzt ja auch bei Rocket Beans. Ja. Aber irgendwann mal, ja, wenn wir reich sind, dann machen wir alles, was wir wollen. Oh ja. Machen wir jetzt auch schon. Ist so, jetzt auch schon. Das ist eigentlich. So, die Leute haben sich beschwert teilweise, dass wir so viel labern. Nein, ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es gut. Danke, Leute, für das tolle Feedback von der letzten Folge. Hat mir sehr, es schmeichelt mein Herz. Du bist auch einfach ein guter Noob. Danke, Mann. Sagen. Danke. Ja. Du bist auch ein geiler Lehrer. Toll. Nee, aber, also die Meinungen gehen ja immer auseinander. Ja. Labert man nicht so viel, labert man mehr.
Aber anhand der positiven Bewertung ist es ja eigentlich gut, oder? Ja. Und vor allen Dingen mehr als zwei Games in einer halben Stunde wäre doch auch... Ja, außerdem sind wir eh die Geiz. Außerdem sehen wir uns doch eh nur, während wir streamen. Ansonsten wieder unterhalten uns ja auch nicht, wenn wir auf Kamera sind. Außerdem muss man ja auch sagen, das ist ja so ein bisschen die Zusammenfassung, Gino trainiert ja ganz viel zu Hause. Ich gebe ihm ja meine Aufgabe mit. Ich habe dein nächsten Bild auch schon fertig mit Video. Ich kann den direkt geben. Hier Alter, mal. Krass. Ist sogar schon hochgeladen. Das hast du noch nie gemacht vorher. Ich hatte das immer 3-4 Tage später. Ja, jetzt hast du, ich bin halt richtig. Ich habe auch hier bei den anderen Races, ja, die Practice Builds 02 und 03 sind schon fertig zu diesem Zeitpunkt. 04 ja, stimmt. 03 ist das, was ich trainiert habe. Das ist ja auch auf der Bonjour-Seite. Das habe ich dann auch gesehen. Ja, aber für die anderen Rassen auch natürlich. Ach, für die anderen Rassen, ja, okay. Richtig krass. Weißt du, was wir nachher machen? Erzähl ich nicht. Wir machen erstmal den anderen Bild, den du üben solltest. Siehst du nicht. Komm, lass mal anfangen jetzt. Okay. Also, jetzt nochmal Practice Build 03. Und zwar, was müssen wir da machen? Wir bauen, also die größte Neuerung ist zwei Assimilatoren, also zwei Gas. Wie heißt das? Assimilatoren? Ja, zwei Gas. Zwei Gas. Und dass wir eine Robo bauen. Und da dann den, ich weiß es, auf A, den fliegenden Pylon. Wie heißt das denn? Warp Prism, genau. Ist auch egal, wie das heißt. Okay. Du hast mich auch gefragt, darf ich das erzählen? Du hast mich gefragt, wie ich mir das merke. Ja, du schreibst das ja gar nicht auf. Ich schreibe mir das nicht auf, genau. Ich merke mir das. Du hast gesagt, du würdest gerne wissen, wie ich das mache. Ich merke mir das durch die Tastenkürzel. Oh. Also E, G, A, A, Y, R und dazwischen halt immer Q und Probes bauen. Also ich habe mir das durch die Tastenkürzel und das ist eigentlich ziemlich schnell, wie man das drauf hat. Und so musste ich auch von der Übergang vom ersten, zweiten Bild zum anderen war eigentlich nicht anders. Statt EGAG habe ich halt EGAY und dann R und dann GGG. Du bist ein seltsames Gehirn. Das geht ziemlich leicht eigentlich. Bei uns wurde auch viel wieder diskutiert, auch ich glaube, ich weiß gar nicht, nur in den Comments, aber auch in den Forum, da kommen ja jetzt gerade einige neue Spieler, die dann fragen, was soll ich denn für Hotkeys nehmen? Ja. Ich habe das ja nicht richtig empfohlen, aber was ich eben in dem alten Academy-Video erzählt habe, ist ja, dass beides Vor- und Nachteile hat. Es gibt keine perfekten Hotkeys als Anfänger. Außer Mothership Core auf Q, nicht auf M. Wenn du mir jetzt erzählst, dass du so dein Spiel lernst, dann ist es sogar sinnvoller, mit den Standard-Hotkeys zu lernen. Mhm. Weil du hast ja, das habe ich auch gemerkt, ich verknüpfe viel fester einen Hotkey mit einem Mit den Buchstaben. Ja. Wenn es nicht die Grid-Hotkeys sind. Ne? Weil die sind ja ein bisschen versetzt immer. Aha. Und du merkst ja auch immer die Bewegungen, die da hingehen irgendwo. Ja. Grid ist auch nur auf der linken Seite der Tastatur und untereinander. So genau, wie als wenn du League of Legends oder Dota spielst. Ja. So ist Grid. Hat später, also für mich nach wie vor der größte Nachteil bei Grid ist, dass dein Attack-Move auf T ist. Ja. Du musst also immer deine Army eigentlich auf 5 und 6 haben und arbeitest viel mehr in der Mitte von dem Keyboard. Ja. Du musst deine Finger viel weiter strecken nachher, weil das meiste, was du machst, ist ja im Game, du hast deine Army dann nachher auf 1 und 2, wenn du Standard spielst und auf Attack Move. Und du micros ja deine Army am meisten. Ja. Deswegen, ja, das ist halt auch noch ein Nachteil. Okay. Und naja, wir wollen ja gar nicht zu tief jetzt. Wir wollen ja auch, du hast ja die Vor- und Nachteile ja auch schon im Video. Genau, aber ich denke halt immer wieder drüber nach, weil es taucht halt immer wieder auf dieses Thema und dann ist einer, nein, du musst Grid lernen, nein, du musst Standard lernen. Es gibt halt keine Muss, es hat beides Vor- und Nachteile. Was man sich immer bewusst machen muss, wenn man eine Entscheidung trifft, es wird schwierig nachher, das irgendwann umzuwechseln. Für mich ist eigentlich quasi unmöglich. Ich bräuchte eben einen Monat dafür, jetzt auf Grid umzusteigen. Jahrelang ja schon. Ja, deswegen habe ich Standard gelernt. Beziehungsweise es gab bei mir noch gar keinen Grid, deswegen bin ich nicht mal auf die Idee gekommen. Mhm. Und habe mir nach und nach einfach alle Keys, haben wir auch schon mit angefangen, die zu weit rechts sind, nach links zu legen auf Keys. Genau. Kommt heute wieder was anderes? Nein, heute kommt nichts anderes. So, aber jetzt lass mal anfangen. Jetzt haben wir schon wieder... Wieder 13 Minuten von 30 Minuten ist viel zu lange reden. So, komm, mach mal jetzt hier. Wir machen jetzt den 4-Gate Warp Prism Bit nochmal, den will ich jetzt nochmal sehen von dir. Das, was ich gelernt habe, ne? Ja. Guck mal, ich bin auf Harder. Ich finde diesen Bild... bisschen angenehmer, weil ich mehr gewinne als den anderen. Woran auch immer das liegt. Toll. Vielleicht einfach, weil du besser wärst. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ich glaube, das liegt am Bild. You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough minerals.
Schicken erstmal nur so dahin, ne? Mhm. Hast du ihn kopiert? Nee, mach ich immer nie. Ja. Mach kopieren direkt, wenn du ihn losschickst. Okay. Kannst du später einfach wieder hinspringen, ohne dass du auf die Minimap klicken musst. Okay. Ja, klar. Ist meine andere Probe schon tot? Drück 2x2. Jetzt ist sie gleich tot. Ja, ist egal, ne? Feine Nachbau. Dann hast du schon genug. 14 auf dem Mineral, 6 im Gas. Wo sehe ich? Jetzt so, Mothership Core, 13. Mothership Core, Stalker und Warpgate zuerst. Ach, und dann erst die Robo? Genau. Okay, achso. Macht das so einen Unterschied? Oder ist es vom Timing einfach? Erklär ich dir nach dem Spiel. Okay. Jetzt 2 Work aus dem Gas. Gateways. Brauchst du noch eine Sentry? Auf E? Na, wir klicken nix. Ja, du hast, weil ich die Sentry sonst nicht baue. Ich war, Auf A? Yep. Ja, gut, wir schneiden. Genau, können schon noch einen Pylon bauen. Wir müssen Supply frei haben gleich, wenn wir reingucken. Ja. Und dann geht's gleich los. Kannst du mal einen Observer direkt reinpacken, den wollen wir auch bauen in diesem Bild. In der Robo? In der Robo? Achso, E, ne? Nee, B. Okay, genau. Das, genau, das habe ich auch nicht. Das hast du ja auch im Dings geschrieben. Naja. Reden wir nach dem Spiel drüber. Okay. So, jetzt ausklappen und ab geht's. Adepten wollen wir spielen, ne? Ja. Mhm. Da kannst du reinmachen, was du willst, aber in dem Beispiel habe ich... genau, du hast Adepten. Ich mache das immer gerne mit Stalkern. Okay. Ist es egal, oder? Reden wir auch noch im Spiel. Achso, soll ich jetzt Stalker oder Adepten? Mach, was du willst. Alles mitnehmen? Guide us. Robin. Das ist Warp Prism nicht einzeln gruppiert. Muss nochmal neu gruppieren gleich. Und ab geht's. Immer Attack Move über die Map. Guide us.
irgendwie der Stalker mit in die Gruppe gepusht. Reinwarpen. Sag mal, ich hab doch jetzt, das ist doch hier die erste Gruppe. Und das ist die... Attacken, die laufen gerade alle rum. Die zweite Gruppe. Die machen nichts. Und reinwarpen. Yay! Ja. Toll! Warte, ich hab das irgendwie hier mit dem verplant. Ja, ich weiß nicht, warum der auch immer auf 1. Immer F10 für Pause. So, jetzt besprechen wir deine ganzen Fragen. Ja. Ja, du hast irgendwie das immer wieder geschafft, einen Teil deiner Army mit in die Warprism-Gruppe zu bekommen. Ja. Hast wohl die Shift-Taste wohl immer mal wieder gedrückt gehalten. Statt Steuerung. Ach so. Und dann ist was damit reingerutscht, was du neu reingeworfen hast. Ich habe das immer, ja genau, Doppelklick eigentlich auf die Einheit und dann Shift 1. Genau. Ja, und dann hast du. Okay, habe ich was. Okay. Ja. Genau, lass uns mal über deine Fragen sprechen. Deine erste Frage. Soll ich die mal zurückziehen erstmal und dann. Wir gehen gleich mal ins Replay und dann, genau, mach erstmal, nimm erstmal an. Jetzt, yes. Und dann gehen wir ins Replay und besprechen die Fragen, die du hattest, weil dann fandest du die wieder genau also, ein. Genau, Scorescreen. Ja, hast du schon mal ein Replay angeguckt? Nee. Kannst du übrigens auch von den Build-Order-Guides, die wir bei uns online stellen, da gibt es das Video, wie ich das aus First Person vorspiele, und dann kannst du auch die Replay-Datei noch runterladen. Okay. Und kannst dir selber dann im Replay angucken, also das Stoppen an den Stellen, wo du willst, und das nochmal selbst angucken. Ist übrigens sehr hilfreich. Genau, entweder darüber, wenn du ein Spiel gespielt hast, aber geh mal, mach den mal weg. Dort ganz oben ist nämlich der Replays-Tab. Ja. Und da findest du deine letzten Replays. Oh. So, und das oberste ist das neueste. Und genau, das wollen wir mal gucken. Okay. So, und jetzt kannst du hier, jetzt hast du hier rechts... diese ganzen Funktionen, kannst schneller, langsamer machen und du kannst pausieren. Mach mal. Zack. Kannst also genau angucken, was Sache ist. Und dann kannst du zum Beispiel auch mal D drücken, dann siehst du, was produziert wird. Also es gibt ganz viele Sachen, da kannst du auch links oben das aufklappen. Ne? Und dann siehst du eben, was du für Möglichkeiten hast. Und es gibt auch für jeden dann Hotkey, wenn du es irgendwann drin hast. Alles klar. Da findest du halt wichtige Informationen. Ist am Anfang alles nicht so wichtig. Dann später, wenn du dir dann später Replays anguckst, dann ist vor allen Dingen ganz wichtig, wie viele Arbeitereinheiten hat der Gegner zu dem Zeitpunkt, ne? Weil daran kannst du immer ablesen, hat er irgendwie einen All-In gespielt oder sowas oder hat er den vorgehabt oder wie groß ist eigentlich meine Army zu dem Zeitpunkt. All-In heißt, dass du nur eine Basis hast und dann alles quasi reinpumpst? Oder? Nee, All-In bedeutet, dass du irgendwann aufhörst, Arbeitereinheiten zu bauen, also Worker-Units. Okay. Bevor du eigentlich die maximale Saturation erreicht hast und versuchst, das Spiel zu beenden. Okay. Und auch aufhörst zu tacken, also dass du keinen weiteren Tag gebaut. Alles, was wir gerade spielen, sind eigentlich All-Ins. Mhm. Ne? Aber es sind halt alles Practice-Builds und wir bauen die nach und nach auf. Okay. Irgendwann lernen wir auch eine zweite Basis zu nehmen, dann machen wir erstmal alles auf zwei Basen. Dann lernen wir irgendwann eine dritte Basis zu nehmen und dann lernen wir irgendwann eine vierte Basis zu nehmen. Okay. Ne? Und All-Ins gibt es in jeder Form und Art. Und die werden auch immer wieder angewendet, auch nachher gegen echte Spieler. Also das, was wir hier zu spielen, das können wir zum Beispiel auch gegen echte Spieler versuchen. Mhm. Aber es sind eigentlich nur Lernbits. Practice, weil, ja, Übungen. Ne? Genau, du lernst so diesen ganzen Mechanics und es kann immer mal wieder funktionieren, dass du damit gewinnst. Aber es sind keine wirklich guten Builds. Ne? Die kann man immer wieder einstreuen. Mhm. Aber richtig, um das Spiel, um dich weiterzuentwickeln, musst du dann wirklich ins Makro-Game irgendwann gehen. Was bedeutet, du nimmst ganz viele Basen, du reagierst auf das, was der Gegner macht und so weiter und so weiter. Okay. Ich übernehme mal die Maus. Ja. Wir scrollen hier einmal durch. So, also, was waren deine Fragen noch? Ich hatte, warum man diesen in der Robo das andere baut. Erstmal mit der Reihenfolge nach dem Cybernetic-Score. Ah ja, stimmt. Achso, ich glaube, in meinem Bild habe ich einen Zealot gebaut, ne? Zuerst. Ja. Genau, deswegen hast du den auch gebaut. Genau. So. Aber den Zealot, haben wir einen Zealot gebaut? Ach doch, stimmt, ja. Ganz am Anfang. Du baust aber erst einen Cybernetics Core und dann gibt es den Zealot in Auftrag. Okay. Weil das Cybernetics Core ist ja das wichtige Gebäude, schaltet alles frei. Ja. Das gibt ja dein Tempo vor, ja. Ne, für deinen Tech.
Deswegen willst du das als erstes bauen und dann in seine Produktion. Während des CyberNetzCon baust, okay. Weil dein Gateway kann ja in der Zeit nichts anderes bauen. Und wir haben die 100 Mineralien übrig, deswegen wollen wir es bauen. Genau, wenn das CyberNetzCon dann fertig ist. Counting Probe, also nicht, dass wir verlieren. Genau, dann ist der, steht auch im Bild, Mothership Core, Warp Gate Upgrade und Stalker. Ja. Die drei Sachen. Okay. Bauen wir vorm Tech-Gebäude. Mhm. Theoretisch könnten wir auch erst das Tech-Gebäude bauen, aber man macht es später, also später, auch wenn du expandierst, wirst du diese Reihenfolge immer gleich machen. Okay. Es sei denn, du willst irgendwie, du willst gierig sein und dein Gegner scoutet nicht oder so. Aber wir brauchen diese drei Einheiten oder diese drei Sachen, beziehungsweise vor allen Dingen den Magische Core und den Stalker, damit wir den Gegner daran hindern können, dass er uns scoutet. Das heißt, er kann zum Beispiel mit einer Worker-Unit kommen und unser Tech-Gebäude sehen. Ja. Und das ist eine sehr wertvolle Information für ihn später, wenn es dann auf ein höheres Niveau geht. Ja. Wenn er sieht, zum Beispiel, wir spielen eine Robo, dann weiß er, okay. Wir machen den. Der geht auf diesen Tech-Weg. Ja. Das heißt, ich muss mich zum Beispiel nicht um Einheiten aus der Luft kümmern, weil er hat ja kein Stargate. Ja. Ne? Du kannst, am Anfang kannst du eins von den Tech-Gebäuden wählen und das ist quasi dein Opening. Okay. Und wenn der Terraner zum Beispiel das sieht, dann hat er einen kleinen Vorteil dadurch und kann sein Bild auf deinen anpassen. Okay. Deswegen lernen wir von Anfang an die richtige Reihenfolge von diesen Objekten. Mhm. Und normalerweise baut man sein Tech-Gebäude erst, wenn der Mothership Core draußen ist, damit du zum Beispiel die Worker-Units von dir abhalten kannst. Oder Zerglänge vom Zerg später, diese ganz kleinen Dinger von den Zerg. Deswegen lernen wir das hier schon in der richtigen Reihenfolge. Ne? Okay. So. Erst wenn das Mothership draußen ist, wird quasi Robo dann... Genau, wenn du alle Worker-Units von dir weg hast. Okay. Weil, ja, also erstmal bis Platin, oder sagen wir mal Gold bis Platin, ist eh völlig Wurst, was dein Gegner macht. Ja. Da ziehst du dein Ding durch und versuchst so ein bisschen zu scouten und zu lernen, was kommen kann. Mhm. Aber erstmal geht es darum, dass du deine Hausaufgaben machst. Ja? Der Gegner, der interessiert uns erst ab der Diamantliga eigentlich, was der macht. Okay. Es sei denn, er macht irgendwas, was wir schon öfters gesehen haben. Ja. Und dann reagiert man quasi. Genau. Okay. Du entwickelst deine eigene Erfahrung, das machst du schon dabei. Aber erstmal geht es darum, dass wir überhaupt... Grundlage. Irgendwie. Genau, das gebacken bekommen, was wir überhaupt machen. Ja? Ja. Es interessiert uns gar nicht so viel, was der Gegner macht. Es sei denn, hier stehen, du läufst im Inselt raus und auf einmal stehen hier irgendwie 4 Barracks oder so. Ja. Ne? Dann kannst du nicht expandieren, sondern dann musst du halt selbst deine Erfahrung sammeln. Was mache ich denn? Ich setze erstmal mehr Gateways, ich versuche das irgendwie zu verteidigen. Ne? Und das sind dann so Cheese-Strategien, nennt man das dann. Wenn der Gegner versucht, die ganz früh im Spiel zu überrumpeln, wirst du auch immer wieder drauf treffen. Das ist eben sehr frustrierend, dagegen zu verlieren. Deswegen sage ich das jetzt schon mal. Ja. Genau, aber es gehört alles dazu. So, wir bauen eine Robotics Facility und ansonsten lief der Bilder ziemlich gut. Wir haben 14 Worker auf den Minerals und sobald wir die oben gesetzt haben, nehmen wir 2 aus dem Gas und haben wieder die 16 von 16. Mhm. Ja? Denn wir brauchen ja nicht so viel Gas bei dem Bild. Genau. So, dann war deine nächste Frage nach dem Observer. Hast du den Bild oder gar denn durchgelesen? Ja. Da steht auch ein bisschen was über dem Observer drin, nämlich... Mhm. Der Observer ist das, was man in der Robo macht? Nee. Der hier. Der hier. Ich weiß nur, dass der andere, den man in der Robo macht. Achso, ja, das ist der. Der macht so ein, weiß nicht, Gravitationsschild. Ich habe mir das nur in der Wiki. Im Bildorder gerade erklärt sogar. Jedes Mal, wenn wir eine neue Einheit einführen, dann erkläre ich, was diese Einheit macht. In dem Guide, in den Practice Builds. So, hier ist der. Wo ist er denn? Da. Da. So. Detektor. Der kann ich angreifen, der kostet 1 Supply. Und der ist unsichtbar und kann fliegen. Okay. Das heißt, was können wir damit machen? Über Objekte. Wir können beim Gegner reinfliegen und gucken, was er macht. Okay. Achso. Aber für uns ist es mal wichtiger, da wir wollen ja noch nicht so viel scouten und so. Später wirst du immer wieder, das ist einer der wichtigsten Tools überhaupt von den Protoss, um herauszufinden, was der Gegner macht. Ja. Deswegen werden wir so schon früh kennen. Er ist komplett unsichtbar, kann aber wahrscheinlich irgendwann aufgefunden werden. Okay. Genau, jetzt kommt nämlich das Interessante. Observer sind unsichtbar, aber wenn unsichtbare Einheiten in der Range von dem Observer sind, werden die aufgedeckt. Also jede andere Rasse und Protoss hat verschiedene unsichtbare Einheiten. Ja. Und die werden dir früh, wenn wir dann später in die Ladder gehen und gegen echte Spieler spielen,
wird es immer wieder passieren, dass eine unsichtbare Einheit kommt. Mhm. So, und damit du jetzt schon weißt, was man dann später dagegen macht, bauen wir einfach einen Observer, ja, und stellen ihn quasi vor. Okay. Und dann weißt du später, ah, okay, da war was, alles klar. Ich brauche einen Observer. Also baue ich schnell noch ein paar aus meiner Robe und verteile die. Wenn ich keinen Observer hätte und der Gegner hätte unsichtbare Einheiten, könnte er mich angreifen, ohne dass ich das mitnehme? Dann stirbst du einfach. Okay, ja. Du hast zum Beispiel auch, auch eine unsichtbare Einheit, nämlich hier, die Dark Templar. Mhm. Da brauchen wir später einen Dark Schwein für. Das ist aber ein anderer Tech-Weg als die Robotic Society. Okay. Sind sehr mächtig. Gerade wenn du gegen Protoss gegen Protoss spielst, werden immer wieder Dark Templar kommen. Und du brauchst mindestens einen Observer. 125 Gas kosten die auch. Ja, aber die sind halt unsichtbar. Das Wichtige ist, die One-Hitten eine Probe. Das heißt, du willst immer Eco-Schaden mit denen machen. Okay. Aber egal, das ist alles zu advanced. Erstmal ist nur wichtig, es gibt unsichtbare Einheiten. Ja. Und dein Observer, der deckt unsichtbare Einheiten auf. Mhm. Und deswegen bauen wir jetzt schon mal ein. Denn gerade wenn wir aggressiv sind, dann wollen wir ja nicht irgendwie nach vorne laufen und dann ist da eine unsichtbare Einheit und wir können unseren Angriff abbrechen. Ja. Deswegen nehmen wir den Observer einfach mit. Okay. So, deswegen haben wir den hier schon mal kennengelernt, ne? Okay, Observer. Und warum baue ich den im Gateway? Sentry, weil wir 100 Gas übrig haben. Ach so. Und weil eine Sentry schöne Fähigkeiten hat. Aha. Die haben wir noch nicht benutzt. Die werden wir auch noch nicht benutzen. Okay. Das machen wir dann beim nächsten oder übernächsten Bild oder so, ne? Genau, dann... Nächste Frage war, warum Stalker? Ja. Beziehungsweise warum Adepten? Adepten, ja. Wir haben ja jetzt vor diesem Bild haben wir ja zwei verschiedene gespielt. Mhm. Zwei verschiedene Arten von Gateway All-Ins oder Gateway Pushes. Also wenn ich von Gateway All-In spreche, dann sage ich, bedeutet das, wir haben mit Gateway Units angegriffen. Also die Units, die hier rauskommen. Ja. Zealots, Sentries, Stalker und Adepten. Den Adept müssen wir gleich noch umlegen. Der ist nämlich zu weit rechts. Den hat man auf A, wie Adept. Ne? Okay, können wir gleich noch machen, wenn wir auch mit Adepten spielen. Beim nächsten Bild werden wir wieder fokussiert mit Adepten spielen. Beides ist okay und gut. Und ich habe das immer ein bisschen gemixt schon, damit man alle Einheitentypen kennenlernt. Ne? Die Sache ist, bei so einem Gateway-Push sind Adepten tatsächlich stärker. Mhm. Die sind besonders im Early Game, also in der frühen Spielphase, halten die mehr aus. Die machen mehr als Stalker? Ja, ja, viel mehr. Echt? Muss man vergleichen. Ach, krass. Und die haben noch nachher noch eine besondere Fähigkeit. Die werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann auch kennenlernen. Genau, hast du schon mal gesehen? Ja. Wo hast du die denn gesehen? In dem Bild von dir. Ach so, okay. Im Spiel. Genau, die werden wir auch schon benutzen, weil die ist echt interessant zum Angreifen oder um sich wieder zu verziehen. Aha. Ja, trotzdem, also man kann es mit Stalkern und Zealots spielen, man kann es mit Adepten spielen. Bei Adepten brauchst du halt ein bisschen weniger Gas, ne? Mhm. Und kannst es theoretisch, wenn wir mit diesem Bild immer vier Adepten reinwarpen und das Gas geht ja nicht aus. Ja. Und in Masse sind sie halt verdammt stark, gerade im Early Game. Okay. Gegen Terraner sowieso, gegen Marines und Marauder und gegen Zerg. Wenn der Zerg keine Roaches hat, dann hat er eigentlich schon verloren quasi. Zumindest wenn du auf dem Zerg auf deinem Level spielst. Okay. Ne? Also Adepten sind sehr, sehr stark. Aber das andere funktioniert auch. Stalker zum Beispiel brauchst du gegen Roaches. Hast du schon mal dich mit den Zerg-Units befasst? Ich kenne nur ein paar Begriffe. Also es gibt Zerglinge, das sind diese ganz kleinen Viecher. Genau, wo immer zwei aus einem Ei schlüpfen. Aha. Und Roach ist dann die nächste. Schabe auf Deutsch, die spucken so grünes Zeug. Ja, genau. Das ist ein Roach. Und Stalker hat halt den Vorteil, wird jetzt auch wieder ein bisschen advanced, der macht eben Bonusschaden gegen Armored Units. Aha. Du siehst hier Damage plus 10, ne? Und versus Armored 14. Okay. Das heißt, er macht viel mehr Schaden gegen Armored Units und Roach zum Beispiel eine Armored Unit. Okay. Deswegen. Ach so. Und das hat ein Adept eben nicht. Aha, okay. Und ein Zealot auch nicht. Der hat nur normalen Schaden. Das heißt, wenn ich dann im Late, also später irgendwann Roaches, dann wüsste ich, Stalker wäre besser. Genau, wenn du einen Gateway-Push spielst gegen Zerg und du warpst erst Adepten rein und merkst aber, okay, der Gegner baut keine Zerglinge, der baut Roaches, dann nimmst du den nächsten Warp in den Stalker. Ach so, okay. Und tanken die Adepten schön den Schaden weg, also sind es viel bessere Tanks als die Zealots noch. Krass, okay. Und die Stalker stehen da hinten und machen den Bonusschaden auf die Roaches. Ja. Ah, okay.
Also es gibt ganz viele kleine Details, das ist alles noch nicht so wichtig. Okay. Erstmal ist nur wichtig, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja. Erstmal ist nur wichtig, dass wir jeden Warp benutzen und unsere Armee einfach nach und nach größer wird und wir auch alles reinschicken und das soll angreifen. Okay. Nicht mit einem Move-Command, sondern immer mit einem Attack-Move-Command. Ja. Weil wir werden sowieso viel besser makron als der Gegner, der überhaupt keinen Plan hat, wenn wir später in die Leder eintreffen. Der wird kein Bild haben und wir werden direkt in die Goldliga einsteigen, wenn wir durch sind mit dem, mit dem Practice-Build. Cool. Wann oder ist es denn ungefähr soweit? Also. Wir werden ein Bild noch lernen. Ja. Und dann noch ein. Also 2 Wochen noch und danach geht's dann los. Also Januar quasi. Oder? Ist dann schon. Alter, es ist schon wieder. Ja, muss so, ja schon. Muss wieder, ja sein, ne? Schon der 11. Dieses Wochen. Ja, Alter, wir werden das glaube ich noch dieses Jahr schaffen. Dieses Jahr? Ja. Zu Silvester. Wir wollen jetzt zusammen. Das ist ja so lustig. Mitternacht und dann bam, erste Mann auf Mann. Das können wir nicht machen. Silvester lernen. Und dann mit Champagner zustoßen. Wenn ich schaff. Ja, easy. Hä? Also eine bessere Vorbereitung. Darum bin ich auch so glücklich, dass du noch nie geleddert hast. Weil dann bist du quasi die Ledder-Jungfrau, der wir erstmal alle Grundlagen. Das ist auch die einzige Jungfrau, die ich bin. Bevor. Bevor du überhaupt einsteigst ins Spiel. Das finde ich toll. So. Jetzt haben wir ganz viele, Theorie-Gefase gemacht. Gut. Wie viel haben wir denn noch? Wir sind durch mit der Folge. Okay. Ja. Ja, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, warum man das. Ja. Genau. Es ist, wie gesagt, alles, also um das zu machen, was du da machst und das zu lernen, sind diese ganzen Details noch gar nicht so wichtig. Aber es ist halt schon schön, immer so ein paar Details mitzubekommen, um später wieder darauf zurückgreifen können. Und ganz viel wird sich auch wiederholen, auch in meinen Guides, die ich aufbaue, merkst von Guide zu Guide, okay, das wiederholt sich wieder, das sagt er nochmal, okay, du musst ja immer darauf achten, okay, darauf scheint es wohl drauf anzukommen, für später oder so. Und liebe Leute, das macht doch alles Sinn, ja, einen Observer zu bauen. Den bauen wir jetzt erstmal eben, damit wir den kennenlernen, ne? Dass die sind nicht, diese Builds hier, auch die anderen für Zerg und Terraner, sind nicht darauf ausgelegt, dass wir einen richtigen Gegner schlagen, sondern erstmal darauf ausgelegt, wir können damit auch recht echte Gegner schlagen. Ich habe ja schon mal erzählt. Hast du schon? Nico hat irgendwie Platin-Ligisten mit dem allerersten Protoss-Bild geschlagen schon. Aber die sind eigentlich darauf ausgelegt, dass man nach und nach die einzelnen Elemente und Tech-Wege und so weiter der einzelnen Rassen kennenlernt und die einzelnen Einheiten, alles Step by Step. Ne? Und damit kommen wir dann irgendwann in die Master League. Das ist unser Ziel. Müssen wir aber noch eine Master League? Müssen wir noch eine Staffel Noobs in Action machen, dann kommen wir in die Master League. Weil wir die erste durch haben. Das wird so krass. Ja, stell dir vor, nächsten, irgendwie, was, früher, Sommer? Ja, easy. Alter Master? Ja, Master, alles unter Master ist halt. Ja, unter Top. Niklas hat gesagt, unter Top 20 Master ist alles Noob. Ja, vorher kennst du das Spiel halt nicht. Und da geht's halt los, das Spiel kennst du lernen. Das ist so krass, geil. Stell dir vor, wir würden das. Vorher weißt du ja gar nicht, was du da machst. Okay, nächsten Sommer 2016, werde ich Master. Ja, easy. Also richtig easy. Du bist ja Talent. Ne? Dankeschön. Cool. Ey, und wenn man motiviert ist und Talent hat, sind dann die besten Voraussetzungen. Ja, so wie bei dir früher. Ja, ich hatte nur Talent. Stimmt, du hast ja keinen Coach. Üben. Also ich hatte schon immer Skill. Hast du das alles alleine? Hast du mal so eine Story gemacht, wie du das alles alleine geschafft hast? Nö. Mach doch mal. Man macht es einfach. Es ist gar nicht so schwer. Es ist, als wenn du irgendwas anderes. Das ist natürlich schön, wenn du irgendwie jemanden hast, der dir erzählt, was du noch machen kannst oder so. Aber ich habe eigentlich angefangen und gespielt. Ich habe Streams geguckt, ganz viel. Ja, Streams, ja. Also von First-Person-Streams. Gab es ja gerade am Anfang von Rings of Liberty. Ja. Sehr, sehr viele. Und habe einfach Replays geguckt. Okay. Replays auch von anderen, von Teammates. Ich hatte immer ein Team. Und da dann BOs gelernt oder die Charaktere. Also die. Ich habe immer meine eigenen BOs gespielt. Mhm. Nein, nicht immer. Ich habe auch immer was abgeguckt. Gerade als die Koreaner dann ins Geschäft kamen sozusagen, hat man sich gleich mal die neuesten koreanischen Builds aus irgendwelchen Turnieren abgeguckt. Okay. Ja, weil die hatten immer so, die waren die Ersten, die hatten so richtig ausgefeilte Builds, wie ich jetzt es auch heute mache. Dass man halt so einen Angriff hat aus 2 Basen und das passt alles perfekt und so weiter. Das, am Anfang. Zeitlich so und dann. Ich habe noch alles die ganzen alten Replays aus Rings of Liberty, so diese allerersten, so als ich noch Pro war. Und wenn ich mir die angucke heute, denke ich mir, Alter, damit wärst du heute Platin-Ligist. So ja? Ja.
Das ist halt schon ist krass. Viel schneller geworden, ne? Oder? Ja, einfach viel geordneter und koordinierter. Heute ist es, glaube ich, viel schwieriger, einfach los, alleine anzufangen und das Spiel zu lernen, weil es sind halt noch mehr Leute drin, die einfach wissen, wie der Hase läuft. Ja, so wie bei allen anderen Sportarten ja auch eigentlich, ne? Nicht nur E-Sport, was Sport genau, ist. Genau, ja StarCraft ist ja eine Sportart. Ja. Je weiter sich StarCraft entwickelt und je älter das wird, desto mehr gibt es eben auch, die das aktiv... Erfahrene Leute und dann... Und das Game-Knowledge, das ist ja auch alles Schwarmintelligenz, die, das, die dazu führt, dass sich das immer weiterentwickelt, ne? Was da kommt. Ja. Okay, krass. Aber genug gequatscht. Cool. Heute viel, viel theoretischen Input auch gehabt. Falls ihr Fragen habt, dann postet die doch einfach. Vielleicht können wir auf die eine oder andere Frage eingehen. Postet doch gerne andere Sachen, wie ihr mich lobt. Ja, immer Gino loben. Toll gemacht, gefällt mir Gino. Sehr gut. Das gefällt besser als bei den Rocket Beans. Hast du gut gemacht. Beim nächsten Mal werden wir dann... übrigens lernen, wie man eine zweite Basis nimmt zum ersten Mal. Dann geht's nämlich los. Ja. Haltet euch fest, denn dann geht's weiter. Und das war's jetzt aber heute. Wir schauen Ränger und danke fürs Zuschauen. Letzte Worte gebühren wie immer Gino. Adepten sind bessere Tanks als Stalker. Wer hätte das gedacht?